So, herzlich willkommen zum zweiten Tutorial zu Hearts of Iron 3 und diesmal eine kleine Besonderheit, beziehungsweise das werde ich auch fortführen in den nächsten Folgen. Und zwar werde ich dieses Tutorial oder diese Tutorial-Reihe immer mit einem Land jetzt machen, damit auch ein bisschen mehr Spiel reinkommt und ich habe mich für Luxemburg entschieden. Das heißt, ich werde jetzt eine Luxemburg-Kampagne machen. Also es wird jetzt ja kein Serious Gameplay sein, also klar, ich werde jetzt hier versuchen ein bisschen was zu reißen. Mal gucken, was hier geht mit Luxemburg. Ich hatte schon mal angetestet, ob das irgendwie geht. Also klar, man kann mit Luxemburg spielen, aber ob man effektiv mit Luxemburg spielen kann, müssen wir gucken. So, also ich werde jetzt hier spielen, weil mit Luxemburg kann man eh so viel machen in der ganzen Zeit bis Krieg. Und da kann ich halt die Tutorials erklären, beziehungsweise hier den Technologiebaum. Der ist aber jeder Fraktion gleich prinzipiell. Und ja, von daher vereine ich da zwei Sachen. Ich muss ganz kurz am Anfang, bevor es losgeht, hier noch ein paar Einstellungen machen und dann kann es auch schon gleich losgehen. Hier geht das noch rein. Das. Ja, die Horten war. Ne, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Hier. Genau so machen wir das. So. Dann geht's auch schon los. Ah, halt, falsch, eins habe ich noch vergessen. Und zwar groß macht, denn das ist mein Plan, irgendwie was mit Luxemburg zu reißen. Versuchen uns den Achsen anzuschießen. Denn sonst werden wir gleich überrannt. Und das wollen wir nicht. Man könnte sich prinzipiell auch den Alliierten anschließen, jedoch wird Frankreich nicht die allzu großen Chancen gegen Deutschland haben. Und von da wird man dann überrannt. Und das wollen wir ja nicht. So. Hier passen wir es noch schnell an. Ja, das passt soweit gut. Dann kann es jetzt losgehen. Hier muss ich noch schnell ein paar Einstellungen machen. Das lassen wir so. Das geht auf 0. Und hier mache ich einen Punkt und dann passt das. So, um Panzer soll es gehen. Und deswegen mache ich auch schon mal hier gleich den Tag. Denn ich will mit Panzer spielen mit Luxemburg. Leichte Panzer. Denn ich habe nicht viel Manpower. Und ich will ganz schnell ein paar Gebiete in Frankreich einnehmen. Und da sind leichte Panzer eigentlich meine beste Möglichkeit. Und dann kriege ich vielleicht doch ein Hubs ab von Frankreich, wenn wir denn uns den Deutschen anschließen. Und erfolgreich sind und nicht von den Franzosen eingenommen werden, was nämlich das ziemlich scheiße wäre. So, Panzer. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu sprechen hier. Was können uns die Panzer bieten? Der Panzertech in Hearts of Iron 3. Ich werde mich jetzt erstmal um die ganzen Panzertypen hier kreuz und quer reden und dann kommen wir noch auf den rechten Tür hier ein, der nicht ganz so viel mit Panzer zu tun hat, aber dazu später mehr. So, Panzer. Es gibt fünf verschiedene Panzerfahrzeuge in Hearts of Iron 3, beziehungsweise man kann auch sagen sechs, wenn ich mich jetzt nicht verzähle. Wir haben die Panzerwagen, leichte Panzer, mittlere Panzer, schwere Panzer, superschwere Panzer und gucken, wo ich nachgucke, sagen wir mal hier, Jagdpanzer. Das sind eigentlich so die Panzertypen, die es in Hearts of Iron 3 gibt. Man könnte noch die Artillerie auf Selbstfallerfette dazu zählen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eher der Artillerie untergeordnet ist. Jetzt gucken wir mal ganz schnell hier rein, ob hier alles in Ordnung ist. Ja, gut. So, genau, weiter geht's. Jetzt werde ich jetzt mal auf die einzelnen Panzer zu sprechen kommen, welche denn wohl am nutzbarsten sind, die besten sind, wie auch immer man es sagen will. Leichte Panzer. Und fangen wir mal mit dem Panzerwagen an. So, leichte Panzerwagen kriegt man eigentlich standardmäßig mit dem Tech leichte Panzer. Genau. So. Und diese Panzerwagen, die sind prinzipiell eigentlich eine nette Sache. Ich persönlich nutze sie nicht so oft, aber sie bringen ein paar Boni. Und zwar bringen sie natürlich zum einen ein bisschen mehr Zähigkeit und Verteidigungskraft in die Division, denn man muss sagen, Panzerwagen, das können wir hier mal nachgucken. Quatsch, jetzt habe ich schon wieder Müller erzählt. Panzerwagen hat man standardmäßig den Tech. Für bessere Panzerwagen kriegt man nur durch leichte Panzerbrigaden Tech. Ah ja, okay, gut. Also leichte Panzerwagen standardmäßig drinnen. Und wir sehen, wir haben eine Gefechtsbreite von 0. Das bedeutet, sie sind Unterstützungsbrigaden und von daher nicht eigenständig kampffähig. Sie müssen einer Division angegliedert werden. Beispielsweise so hier. Jetzt gucken wir mal. Gehen wir auf die Vorlage. Panzerwagen, Vorlagen speichern. So. Ich nehme jetzt mal wieder das Standardbeispiel, viermal leichte Infanterie und dreimal Infanterie und eine Panzerwagen. Jetzt gucken wir uns mal die Werte an. Und wenn wir hier vergleichen, stellen wir fest, in Sachen Angriff auf beide Ziele unterscheiden sich diese Divisionen nicht. Bedeutet,
Wir haben zwar hier einen höheren Kostenfaktor gegeben auf die Reserve von 3 IK-Punkten. Und hier auch immer 3 IK-Punkte. Jetzt habe ich gerundet, also so, wir bezahlen, das sind 0,2, 0,09 Punkte mehr. Das ist nicht viel, das ist rein gar nichts. Also kostenfaktormäßig sind beide gleich. Eine Infanteriedivision und eine Panzerwagenbrigade sind gleich. Jetzt kommen wir auf die Manpower mal zu sprechen. 2,91, 3,32, das ist schon mal fast ein halber Punkt Manpower mehr. Okay, wenn wir jetzt Luxemburg spielen, wäre das wichtig. So normal eigentlich nicht. Bauzeit sind hier 140 Tage, 141 Tage gesehen, hier 176 Tage. 30 Tage mehr, also einen Monat ist verkraftbar. Also da in den Belängen können wir sagen, Panzerwagen bringen von denen nachher keine Nachteile mit sich. Jetzt würden vielleicht viele sagen, ja toll, sie bringen keinen Nachteil mit sich, aber auch wohl keinen Vorteil, denn wir haben ja hier gleiche Werte. Dem ist nicht so, denn wir haben zwar hier erstmal gleiche Werte, wir gucken kurz mal die anderen an. Verteidigungskraft und Zähigkeit. 14 und 11. Muss man sagen, da ist die Infanteriedivision die reine, die eigentlich niemand spielen wird, aber wir sehen ja hier im Vergleich besser dran. Nur Verteidigung ist egal und Schwäche haben wir hier einen Schwächemodifikator von 5% weniger. Dass wir hier 2 Punkte weniger haben, ist natürlich nicht ganz so nice. Jedoch muss man sagen, dass wir 5% weniger Schwäche haben. Das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Jedoch sollte man in Betracht ziehen, dass wir hier eine Gefechtsbreite von 3 haben und nicht von 4. Das bedeutet, hier können wir im Kampf 4 Divisionen kämpfen lassen, hier nur 3. Und das bedeutet, wir gleichen diesen Nachteil von diesen 2 Punkten in den jeweiligen Tech aus. Und von daher wäre jetzt kampfkraftmäßig die Panzerwagen-Division bzw. Infanterie mit Panzerwagen stärker dran. Muss natürlich dazu zählen, wir produzieren eine Division mehr, also mehr Kosten. Und was man auch nicht vergessen sollte, wir haben Fuelkosten dabei. Bedeutet, ohne Fuel wird diese Division an sich sich nicht fortbewegen können bzw. nicht angreifen können. Das sollte man immer bedenken. Also wenn wir jetzt, sag ich mal, als Deutsche spielen und in Russland einfallen, dann sollten wir darauf achten. Ja, wir brauchen auch noch Treibstoff, sonst geht es ja nicht vorwärts. Deswegen ganze Armeen mit Panzerwagen, ganze Infanterie-Armeen, Panzerwagen, das ist nicht ganz so vorteilhaft. Vor allem, wenn man halt in schwierigen Terrain spielt. Apropos Terrain, ich werde jetzt keine bauen, um euch das zeigen zu können. Aber Panzerwagen haben natürlich auch Nachteile auf Gelände, wie jedes Panzerfahrzeug. Und ja, dann hat man halt bestimmte Nachteile, die man mit reiner Infanterie nicht hätte. Zum Beispiel sind Panzerwagen recht negativ, wenn man Städte angreift. Und mit Infanterie will man ja eigentlich Städte angreifen. Das bedeutet also, wenn ihr eine Panzerwagen-Division nimmt, dann dürft ihr nicht die gleichen Erwartungen haben wie von einer Infanterie-Division. Denn Infanterie ist dafür da, schwieriges Gelände zu klären und Städte zu klären. Das können Panzerwagen nicht. Deswegen immer da aufpassen und differenzieren. Wenn man das beachtet, ist eine Panzerwagen-Division sogar ganz recht vorteilhaft. Problem ist nur, ihr Tech. Ja, ist relativ billig, also das ist natürlich kein Problem, aber man kriegt auch nicht so harte Boni daraus. Also muss man gucken, man kann allerdings auch hier nur die Kanone und die Panzerung verbessern. Wobei bei Panzerung der Tech Zähigkeiten mit dabei ist, den es eigentlich bei den Panzern bei Zuverlässigkeit gibt. Und wir kriegen keine Mali aus auf die Geschwindigkeit. Das ist nämlich auch so eine Sache. Wir haben einen Geschwindigkeitsboni für Infanterie von, lass mich lügen, ich glaube 10%. Wenn wir immer weiter tacken, dann werden wir langsamer. Und wir können nicht wie bei den Panzern das ausgleichen mit dem Motor tacken. Das gibt es bei den Panzerwagen nicht. Deswegen, je mehr wir tacken, desto langsamer werden wir. Also muss man da immer ein bisschen aufpassen. Aber wenn man sie richtig einsetzt, dann sind leichte Panzerwagen ganz gut einzusetzen. Ja, das war ein geiler Satz. Wenn man sie gut einsetzt, sind sie gut einzusetzen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also wenn ihr wisst, was ihr damit machen wollt, wenn ihr wisst, dass sie, sag ich mal, in gutem Gelände arbeiten werden, dann könnt ihr auf jeden Fall Panzerwagen spielen und in diesem Fall auch tacken. Vor allen Dingen als kleine Nation ganz guter Tack. Von daher Daumen hoch für Panzerwagen, wenn es richtig eingesetzt wird. So, kommen wir gleich auf die leichten Panzerbrigaden zu sprechen. Leichte Panzer. So, leichte Panzer sind jetzt der erste wirkliche Panzertech im Panzerwagen. Ja, sind zwar gepanzerte Fahrzeuge, aber als Panzerfahrzeuge mit Ketten sind sie nicht zu bezeichnen. Deswegen gucken wir uns die ersten Kettenfahrzeuge an. Leichte Panzerbrigade.
Problematisch ist natürlich jetzt, dass ich hier nicht Vergleichswerte habe, da ich den hier nur hier drin habe. Aber wir können sagen, denn ich habe ja, also die Werte habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich kann sagen, wie diese Panzer einzusetzen sind. Leichte Panzer haben eine Fähigkeit, die sie besonders gut ausmacht. Sie sind schnell, verdammt schnell. 8 km/h haben sie, beziehungsweise 9 sogar, wenn ich mich nicht irre. Also doppelt so schnell wie Infanterie. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr eine gute, leichte Panzerdivision habt, die zum Beispiel die Deutschen auch haben, am Anfang haben sie, glaube ich, 3 leichte Panzer mit 100%, oder Quatsch, 50% Erfahrung, glaube ich. Oder 80%, also ein sehr hoher Erfahrungswert, was natürlich dann in Kampfkraft umgerechnet wird, könnt ihr mit leichten Panzer den Gegner, wenn ihr einmal durchgebrochen seid, sehr, sehr schnell einkesseln und auch vernichten. Und zwar sieht das Szenario so aus. Ihr wollt keine komplette Panzerarmee haben, nur aus leichten Panzern. Das geht nicht, denn leichte Panzer haben einzig Kampfkraft und Panzerung. Leichte Panzer sind schnell und schnell. Mehr auch nicht. So. Das Szenario sieht so aus. Ich sehe mir jetzt mal als Beispiel Sowjetunion. Also wenn wir Deutschland spielen und wollen die Sowjetunion angreifen, dann haben wir hier unsere Hauptkampfarmee stehen an der Frontlinie. Am besten bestehen aus mittleren oder schweren Panzer. Okay, super schwere Panzer werden wir in den nächsten Jahren noch nicht haben. Und natürlich Infanterie. Jetzt greifen wir hier überall an und erzielen, sage ich mal, hier erste Durchbrüche. Dann habt man hier als guter Spieler, wenn ihr mit leichten Panzer spielen wollt, an den Flanken, also hier oben und hier unten oder vielleicht auch nochmal hier eine leichte Panzerdivision stehen, beziehungsweise mehrere. Also sagen wir mal, wenn ihr wirklich auf komplett leichte Panzer geht, leichte Panzer mit motorisierter Infanterie eventuell, dann habt ihr eine Geschwindigkeit von 8 bis 9 km/h. Davon jeweils 3 hier und dann habt ihr die Hauptkampflinie durchstoßen mit euren normalen Truppen. Die anderen befinden sich auf dem Rückzug und hier wartet die Verstärkung, die allerdings sehr schwach ist. Der KI spielt immer so, sie hat eine sehr starke Hauptkampflinie, danach ist Schluss. Dahinter befinden sich einzelne Reservedivisionen, aber wirklich aufhalten kann ich das nicht. Dann stoßt ihr einfach mit euren leichten Panzer, die ja nicht gekämpft haben, während sich eure Hauptarmee ausruht, einfach vor und ihr fahrt einfach hier drüber, wenn ihr Glück habt und gut seid. So gutes Gelände habt, dann könnt ihr vor den Gegner, der sich zurückzieht, in deren Provinz dann dadurch die komplette Division vernichten. Beziehungsweise könnt ihr einfach einen Rush machen, ihr könnt einfach hier durchfahren, nichts wird euch aufhalten, ich schwöre euch, bei Gott, wenn ihr leichte Panzer habt und sie so einsetzt, wie ich euch sage, dann könnt ihr hier einfach durchfahren. Ihr könnt prinzipiell bis Moskau durchfahren, schwierig wird es mit Nachschub, denn irgendwann cuttet euch natürlich die KI weg und dann habt ihr keinen Nachschub mehr, es sei denn, ihr habt natürlich eine schöne Luftbrücke, beziehungsweise Luftüberlegenheit. Also so setzt die leichte Panzer ein. Leichte Panzer kämpfen nicht an Hauptfront, sie stehen an der Hauptfront und wenn irgendwo ein Durchbruch ist, dann stoßen sie durch und machen am besten Fall einen Kessel. Sagen wir, wenn wir jetzt hier durchbrechen, fahren die leichte Panzer hier rum, machen hier den Kessel, die Hauptkampfarmee ist wieder einsatzbereit, rückt vor und der Kessel ist geschlossen, die Einheit vernichtet. Das ist der Vorteil an leichten Panzern. Deswegen, leichte Panzer braucht man gar nicht so sehr auf Kampfkraft tacken. Also Motor könnte man auf jeden Fall noch dazu nehmen. Also wenn ihr natürlich auf weitere schwere Panzer gehen wollt, dann braucht ihr den Tech höher als 2. Also ihr müsst mindestens alles dreimal erforschen. Dann habt ihr das auch die Voraussetzung für die mittleren Panzerbrigaden. Aber wenn ihr, sag ich mal, nur auf den Tech bezogen spielt, dass ihr die Einheit auch wirklich nutzen wollt, dann empfehle ich euch Motor. Und Zuverlässigkeit im Zweifel noch, denn der gleicht den Motornachteil aus, dass die Zähigkeit weniger wird. Kanone und Panzerung braucht ihr eigentlich nicht wirklich, denn leichte Panzer, wie gesagt, die sollen jetzt nicht unbedingt gegen die Hauptarmee kämpfen, denn da werden sie so oder so verlieren. Und leichte Panzer reichen auch im normalen 19. 18er Stadium so aus, dass ihr gegen diese hinteren Divisionen, die eigentlich nur zur Absicherung dienen, gewinnen könnt. Natürlich wäre eine bessere Kanone oder im Zweifel auch bessere Panzerung ganz nett, vor allen Dingen kriegt man hier noch die Jagdpanzer, von denen ich schon gesprochen habe. Ja, und von daher sage ich mal, könnt ihr mit reinnehmen, Kanonen und Panzerung, aber nicht zwingend notwendig. Wenn ihr tacken wollt, noch weiterhin geht auf den Motor. Es sei denn, ihr wollt natürlich auch auf die Artillerie, auf Selbstfallerfette, da braucht ihr auch noch mal alles höher als 3. Also 4-mal tacken jeweils und dann kriegt ihr auch noch diese Einheit. So, jetzt muss ich mal kurz hier kontrollieren, ob hier alles in Ordnung ist. Hier hat sich ein bisschen was geändert. Ja, es passt aber. So. Mittlere Panzerbrigade. So ist natürlich eins weiter höher und stärker als so eine leichte Panzerbrigade und ist eure erste richtige Kampfeinheit in Sachen Panzerung. Ihr kriegt hiermit einen Panzer, der um die 6 km/h schnell ist, zwischen 5 und 6. Das bedeutet noch etwas schneller als die Infanterie. Infanterie hat standardmäßig 4 km/h. Ja. Und dieser Panzer eignet sich eigentlich sehr, sehr gut zum Kämpfen. Er kommt recht früh, also wenn ihr durchsteckt hier, könnt ihr den schon, ja, Ende 1936, na sagen wir mal so
Anfang 1937 haben, in Grundausstattung. Und ist relativ billig. Ich kann es euch leider jetzt nicht zeigen, weil ich ja mit Luxemburg spiele. Das ist natürlich etwas nachteilhaft, das habe ich auch nicht ganz bedacht, aber okay. Hat einen relativ niedrigen Preis für seine Leistungen und eignet sich bis ins Late Game, wenn er ihn immer weiter taggt. Das ist halt bei den Deutschen, wenn man ihn so nimmt, der Panzer 4, beziehungsweise war dann Panzer 3, und wenn man ihn immer weiter taggt, wird er bis zum Panther aufgewertet. Und ich mag ihn sehr, den mittleren Panzer. Also ich spiele meistens zwar mit schweren Panzerbrigaden, aber wenn ihr nicht so viel EK investieren wollt, beziehungsweise so viel Tech, also weil wenn ihr jetzt auf schwere gehen wollt, dann müsst ihr immer noch weiter taggen, weiter taggen, weiter taggen. Wenn ihr auf mittlere Panzer geht, dann geht ihr vollkommen richtig. Ihr müsst halt immer nur den Tag aktuell halten. Natürlich werdet ihr im Zweifel gegen gleich getaggte schwere und im Zweifel sogar super schwere Panzer verlieren. Aber das ist natürlich standardmäßig. Dafür habt ihr dann auch im Zweifel Jagdpanzer dabei, die, wenn man es weiß, auch hier in den Tag mit included sind. Hier mittlere Panzerung kriegt man Jagdpanzer, Verteidigungskraft, Zuverlässigkeit, Jagdpanzer, Motor, Jagdpanzer. Also der Tag ist auch noch für Jagdpanzer interessant, die ich gleich noch zu sprechen komme. Außerdem, wenn ich jetzt gerade bei Jagdpanzern bin, ist der schwere Panzerungstag ebenfalls mit dabei. Aber nur in Sachen schwere Panzerung. Genau. So, also mittlerer Panzer, All-One-Panzer, kann gegen Panzer eingesetzt werden, aber auch sehr gut gegen Infanterie, also gegen ungeschützte Ziele, klar. Von daher nimmt den Tag ruhig mit. Ja. Motor könnte man vernachlässigen. Jedoch muss man sagen, wenn ihr ganz schön weit diese drei Tags hier durchgeht, dann werdet ihr schon 1-2 km/h verlieren. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr den Motor auch nochmal mittacken. Kostet euch natürlich ein bisschen Kampfkraft, die macht ihr aber hier wieder wett. So sage ich, wenn ihr noch höher tacken wollt, auf schwere Panzer begann, dann müsst ihr natürlich alles höher als 2 bringen, also alles auf 3. Und danach könnt ihr, wenn ihr noch mit mittleren Panzern weiterspielen wollt, diese drei Tags hier fokussieren, und wenn ihr nur mit mittleren Panzer spielt, dann sage ich, ja okay, nehmt alle vier Tags mit. So, schwere Panzer. Halt, wir wollen doch gerade noch kurz was zu mittleren Panzer sagen, da fällt mir noch was ein. Da sind die Geländemali natürlich etwas höher. Und zwar könnt ihr mit mittleren Panzern schon im Wald, Gebirge und hügeligen Gelände da relativ schwer kämpfen. Was natürlich ein Nachteil in der Sowjetunion ist, wenn wir uns mal das Gelände angucken. Hier haben wir, also im südlichen Teil können wir sehr gut mit Panzer arbeiten. Hier sind einzelne Hügel, ja, Waldgehölz, da kommt er durch. Und hier oben, ja, hier ist Sumpf. Das ist schon mal, also mit Sumpf braucht er gar nicht kämpfen. Und Städte natürlich auch nicht. Das ist nicht so das Einsatzgebiet der Panzer. Und Wald sollte man im Zweifel auch vermeiden. Von daher, ja, immer auf das Gelände aufpassen. Da sind Panzer allgemein sehr schwer einzusetzen. Schwere Panzer sind eigentlich so, ja, die Panzer, die ich am meisten benutze. Sie kommen, wenn man will, auch noch relativ früh. 1938, 39 sollte der Tag, wenn man Hardcore durchgeht, fertig sein. Und damit auch einsatzbereit sein. Schwere Panzer sind natürlich mittlere Panzer mit mehr Panzerung, mit mehr Kampfkraft, langsamer. Wir haben hier, glaube ich, eine Geschwindigkeit von 3 bis 4 km/h. Das bedeutet schneller, nicht schneller, langsamer, beziehungsweise gleich schnell wie die Infanterie. Wenn man da Combat Arms spielen sollte, muss man ein bisschen aufpassen, denn, ja, Infanterie langsamer machen oder allgemein seine Division langsam machen, ist natürlich nicht so nice. Wenn ihr auf reine Panzerverbände geht, dann ist das jetzt nicht so das Problem. Ihr könnt natürlich auch noch zusätzlich den schweren Motor taggen. Kostet euch natürlich für in dem Falle Zähigkeit. So, schwere Panzer, ja, sind, finde ich, Preis-Leistungs-Verhältnis relativ teuer. Muss aber auch sagen, dass sie im Panzerkampf ganz, ganz gut einsetzen sind. Also Jagdpanzer kontern nur schwere Panzer, super schwere natürlich auch, wobei es da natürlich auf die Kombination einzugehen ist, die ich gleich kommen werde. Gegen Pack, gleichen Tech-Stand werden sie auch verlieren. Aber allein gegen mittlere Panzer, leichte Panzer und halt Infanterie an sich ohne Panzerabwehr sind schwere Panzer einfach. Es ist einfach GG, wenn ihr die habt, weil ihr fahrt einfach über den Gegner rüber, wenn ihr halt jetzt nicht unbedingt durch den Sumpf fahrt. Aber ihr werdet da einfach rüberfahren und der Gegner wird euch keinen Schaden zufügen, wenn ihr denn schön dort taggt. Von daher schwere Panzer. Wenn ihr hohe Kosten aufwenden wollt und viel Zeit habt oder eine gute Industrie habt, dann auf jeden Fall schwere Panzer. Und wenn ihr einen All-One-Panzer haben wollt, der noch einigermaßen schnell ist und in Combat Arms Bonus, also schön mit Infanterie zusammenkämpfen kann, dann nehmt den schweren Panzer, weil, wie ich gerade schon erwähnt habe, Combat Arms Bonus. Schwere Panzer sind eigentlich mit die beste Einheit, wenn man mit Infanterie zusammenspielen will, weil schwere Panzer sind halt fast so schnell wie Infanterie.
was sich von daher sehr gut abpassen lässt. Deswegen kann auch schön hier noch die einzelnen Tags mit Kanonen und Panzerungen durchgehen. Und sie sind halt zusammen, Infanterie sind sie einfach Hammer, weil man kriegt mit den entsprechenden Tag dort, wie viel waren es? 35% Bonus auf die gesamte Divisionsstärke und das ist einfach Hardcore. Also, wenn ihr einen richtig schönen Heavy Tank haben wollt, einen richtig schönen Kampfpanzer, dann nehmt die schwere Panzerbrigade. Vor allen Dingen einzusetzen von Nationen mit hoher Industriekapazität. Können wir ein bisschen runtergehen. So. Ich muss auch mal kurz hier gucken, dass ich auch hier das hier machen alles. So, jetzt kann ich sogar hier noch ein bisschen was anderes taggen. Was mache ich jetzt noch? Was mache ich jetzt noch? Was Schnelles vielleicht? Ich hole mir noch ein einmotoriges Flugzeug dazu. Was kann ich hier gerade noch Grundmobil machen? Kann ich, glaube ich, hier... Genau, das geht weg. Jetzt muss ich hier nochmal schnell gucken, dass ich hier alles anpasse. Und mein Konvoi zusätzlich, ich habe ja genug Industrie. So. Hier kann ich ein bisschen schneller machen. Schwerpanzer abgehandelt. Superschwere Panzer. So, superschwere Panzer, da muss man beachten. Superschwere Panzer sind keine eigenständigen Panzer, denn das wussten viele sogar nicht. Superschwere Panzer haben eine Gefechtsbreite von 0. Das bedeutet, sie sind Unterstützungsbrigaden. Mal ganz gucken, wie ich hier tacke. So. Ah ja, warte mal, kann ich den hier auch abbrechen? Wie viel kostet denn so ein Dings? Also bevor ich hier gleich weiterrede, gucken, wie viel kostet das? Manpower kostet das normal 2, so. Okay. Ja, das könnte man machen. Ich lüge, was ich für motorisierte Infanterie brauche. Ach, hier. Kalibrie. Ach so. Okay. Dann halt nicht. Genau, wir wollen eine schnelle Division haben. Ich kriege sogar einen Combat Arms Bonus. Geschwindigkeit bleibt gleich. Kurz gucken, wie hier so die Kampfkraft ist. Also wie gesagt, das Tutorial geht gleich weiter. Ist halt so halb Kampagne, halb Tutorial. Sogar mehr Kampfkraft. Und Combat Arms Bonus. Ja, dann machen wir die hier. Boah, kostet mich 15 EK. Meine Fresse. So, weiter geht's. Genau. Machen wir das nochmal alles weg hier. So. Superschwere Panzer. Gefechtsbreite 1. Nee, Quatsch. 0. So. Bedeutet, Unterstützungsbrigade bedeutet, ihr braucht noch zusätzlich Einheiten. Und da empfehle ich ganz einfach Infanterie, denn superschwere Panzer sind sehr, sehr langsam. Ich glaube, die haben eine Geschwindigkeit von 2 bis 3 km/h, was verdammt wenig ist. Also langsam als Infanterie, deswegen könnt ihr ganz getrost eine normale Infanterie einsetzen dazu. Doch dann sind die Dinger bestialisch, wenn ihr sie denn das ist die einzige Bedingung, ihr müsst superschwere Panzer in ebenen Gelände einsetzen. Ihr könnt schwere Panzer oder superschwere Panzer nicht im Wald, im Sumpf, im Gebirge, im hügeligen Land, ihr könnt die nirgendwo einsetzen, außer in der Ebene. In der Ebene sind diese Dinger unschlagbar. Superschwere Panzer haben so massive Werte, sie können quasi nicht von Tal geknackt werden. Wenn ihr Infanterie am Start habt als Support und davon ein gesamtes Korps bringt, also ein gesamtes Korps Kampfkraft mit Supersperren, Panzerbrigaden, werdet ihr den Kampf gewinnen. Ich gebe euch safe das Siegel drauf. Man muss sagen, superschwere Panzer sind schweineteuer, sie dauern übelst lange zu bauen, der Tag dauert auch übelst lange, also man kommt halt, das ist ja der letzte Tag, den man haben kann. Und wenn man sie hat, dann hat man sie meistens im Late Game, wenn man eh schon fast gewonnen hat, und dann sind die superschweren Panzer nochmal so ein letztes Quäntchen Kampfkraft, den man braucht, um, sag ich mal, die Sowjetunion oder in meinem Falle war es, die USA in die Knie zu zwingen. Denn gegen diese Heavy-Dinger können sie nichts machen. Das ist bei den Deutschen die Maus, glaube ich. Und ja, also. Ich will jetzt niemals hingehen und sagen, ja, wenn ich jetzt eine Kampagne spiele, ich gehe jetzt mit
den Willen darauf, super schwere Panzer zu spielen, damit eine Hauptkampfarmee herzustellen und damit das Spiel zu gewinnen. Das könnt ihr nicht machen, das ist vollkommen unrealistisch, denn so viele werdet ihr nicht produzieren. Das Problem ist, ihr könnt mit diesen Panzern oder allgemeinen Panzern könnt ihr keinen großen Raum abdecken. Wenn ihr eine Panzerarmee spielen wollt, ihr könnt nicht als Deutsche eine komplette Panzerarmee aufstellen, die von Norden bis Süden ausreicht und wo jede Provinz eine Panzerkorps bzw. eine Panzerdivision beinhaltet. Das könnt ihr nicht machen, jeweils nicht effektiv und nicht bis 1940. Panzer sind immer dann einzusetzen, wenn ihr entweder schnelle Vorstöße machen wollt, wie ich eben schon beschrieben habe mit leichten Panzer, das könnt ihr auch mit mittleren Panzer machen, da habt ihr sogar noch ein bisschen mehr Kampfkraft. Allgemein, wenn ihr Kessel schießen wollt, an die Flanken panzern und dann Panzerstöße machen, das klappt super. Wenn ihr irgendwelche schweren Stellungen knacken wollt, sage ich jetzt mal, wenn der Gegner sich hier, warum auch immer er sich hier aufstellen sollte, wenn er sich hier aufstellt, hier hat er irgendwie 10 Divisionen, das hat der Russe immer gerne, und mit tausenden Geschützen und so, dann könnt ihr mit Panzern durchbrechen. Frontalkampf, das dauert etwas, das kostet euch auch viel, aber ihr kommt da mit fast großer Sicherheit durch. Und je kleiner das Kampfgebiet, desto größer sind die Effektivität der Panzer. Das bedeutet, wenn ich jetzt in Beispiel, genau, Nordafrika, hier, Italien gegen Großbritannien. Ihr habt hier eine Gefechtsbreite von zwei Provinzen. Ich glaube, hier kann man nicht rauf. Zwei Provinzen. Hier sind Panzer am stärksten. Wir haben eine Gefechtsbreite von zwei Provinzen, auch auf gegnerischer Seite. Ihr könnt maximal von zwei Seiten aus angegriffen werden. Und hier könnt ihr die gesamte Front mit Panzern eindecken, weil zwei Provinzen kann man locker mit Panzern versorgen. Von daher kann man hier eine komplett mechanisierte Armee spielen, die den Gegner einfach wegdrücken wird, wenn der Gegner natürlich nicht das gleiche macht oder entsprechende Abwehrmaßnahmen vorbereitet. So, jetzt Deutschland gegen Sowjetunion. Ja, diese Front könnt ihr nicht mit Panzern vollkommen bestücken und daher sind Panzer hier einzusetzen, beziehungsweise einzeln einzusetzen und anders einzusetzen als hier unten in Afrika oder, ja, wo kann man noch sagen, gucken wir vielleicht mal rüber, hier. Der Frontabschnitt zwischen Japan und China. Hier ist natürlich das Gelände ein bisschen scheiße für Panzer, aber prinzipiell kann man hier auch gut Panzer einsetzen. Also je kleiner das Kampfgebiet, desto stärker sind Panzer einzusetzen. Und ihr könnt nicht, also ihr könnt vielleicht sogar mit mittleren Panzern die komplette Front hier abdecken, so eine Division pro Provinz. Aber mit super schweren Panzern, denn darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, könnt ihr das nicht machen. Und von daher sage ich, super schwere Panzer sind nice to have, aber niemals auf super schwere Panzer pokern bzw. extra darauf gehen. Wenn ihr sie mitnehmen könnt, dann nehmt sie mit. Das lohnt sich auf jeden Fall dann, aber so an sich eine Hauptkampfarmee aus super schweren Panzerbrigaden, das ist nicht realisierbar im normalen Spiel, nicht im Kastengame. So. Hier doch nur mit 50% produziert. Mist, Mist, Mist. Ich rede mich ja schon an Deutschland aus, oder? Gut. Das wären erstmal hier so die Hauptpanzereinheiten. Dann haben wir natürlich noch die Jagdpanzer. Die Jagdpanzer sind ebenfalls eine Unterstützungsbrigade. Gleichzusetzen mit Packgeschützen. Vorteil an Jagdpanzern, sie sind etwas besser, wenn es darum geht, halt gepanzerte Ziele anzugreifen. Sie haben etwas höhere Angriffskraft gegen gegen Fahrzeuge. Gefechtsbreite 0 ist klar wie eine Pack, haben natürlich noch Panzerung dazu, was sie sogar dazu bewilligt, Combat Arms Division mit Infanterie aufzustellen. Sind natürlich schneller als eine Panzerabwehrkanone und teurer und dauern länger in der Herstellung, wobei teurer nicht gerade richtig ist, denn sie kosten glaube ich nur 0,5 EK mehr oder so, also ist nicht wirklich teurer. Es dauert länger und ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, auf Panzerabwehr Panzer zu gehen, dann nimmt die Jagdpanzer mit. Dankeschön. Und wenn ihr in etwas schwächeres Land seid, zum Beispiel jetzt ich hier, dann würde ich eher auf die Pack gehen. Pack hat den Vorteil, nur zwei Techs. Jagdpanzer haben, wenn ihr effektiv techen wollt, mal kurz zählen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Techs. Also 4 Techs mehr. Und von daher, das kann schon ganz schön ausschlaggebend sein, wie viel verschiedene Tech-Gebäude man braucht. Gebäude ist falsch, wie viel Tech-Richtung man nehmen muss. So, und natürlich haben sie auch natürlich den Geländenachteil, den Pack nicht haben. So, jetzt habe ich schon hier ein bisschen auf den rechten Tree eingegangen. Panzerwagen haben wir schon beredet. Artillerie auf Selbstladerfetten ist Artillerie auf Selbstladerfetten. Was soll ich sagen? Ist mobile Artillerie. Kann man nutzen, ist relativ stark, ist gepanzert, muss man wissen, sie sind gepanzert. Und auch stärker als normale Artillerie, glaube ich, einen Punkt oder sogar. Ich gucke mal ganz kurz, wie die Bohnen hier ausfallen.
Man kriegt weniger Verteidigungskraft, aber sonst ist alles gleich. Also vom Tech her nehmen die sich nicht sehr viel. Man braucht natürlich hier ein bisschen Vorkenntnis in leichte Panzer, sie sind teurer, sie verbrauchen Fuel, was man auch nicht verkennen sollte. Doch wenn man, sag ich jetzt mal, leichte Panzer zusammen mit Artillerie auf Selbstwerferfetten macht, dass man die Gefechtsweite runterkriegt, denn auch dort, wie gesagt, Artillerie ist Gefechtsweite 0, auch Unterstützungsbrigade und von daher gut einzusetzen, wenn man viele Divisionen in den Kampf führen will, kann man das durchaus machen, natürlich nicht die gesamte Armee damit bestücken, das ist vollkommener Mumpitz und viel zu teuer und nicht realisierbar. Aber für einige rein gepanzerte Divisionen, die noch ein bisschen Unterstützung in Sachen Artillerie haben wollen und ihre Gefechtsweite runterschrauben wollen, auf jeden Fall zu empfehlen. Apropos Gefechtsweite, das habe ich vollkommen vergessen. Panzer allgemein haben eine Gefechtsbreite von... Ich weiß es, ich will es euch nur zeigen. 2. So. Falls ihr es nicht wisst, also im Vergleich, Infanterie hat natürlich und Kavallerie haben jeweils 1 Gefechtsbreite. So. Das bedeutet, ihr könnt effektiv nur die Hälfte an Panzern einsetzen wie an Infanterie. Es sei denn, doch denn, das sollte man immer machen, wenn man Panzer spielt. Mobile Kriegsführung auf 3 erhöhen, beziehungsweise auf 4 erhöhen, höher als 3 bringen und dann Blitzkriegdoktrinen erforschen. Die bringen euch Minusgefechtsbreite für alle Panzer, außer für die superschweren Panzer und die Jagdpanzer, aber die haben ja eh Gefechtsbreite 0. Also für alle normalen Kampfpanzer kriegt ihr die halbierte Gefechtsbreite, also 1 standardmäßig und... Das braucht ihr unbedingt, wenn ihr effektiv mit Panzern spielen wollt. So. Hatten wir das auch geklärt? So, Panzerabwehrkanonen. Was soll ich dazu sagen? Ja, wenn ihr billige Panzerabwehr braucht, vor allen Dingen für Infanteriedivisionen, nehmt Pack mit. Halt den Tech auch hoch, also auf jeden Fall Tecken. Ja, Flak braucht man in der Regel nicht, da Bomber ähnlich dieses Spiel ausrichten gegen Bodeneinheiten. Es sei denn, die Division ist eingekesselt, aber dann braucht ihr auch keine Flak mehr. Man kann sie als sehr, sehr einfache Pack missbrauchen, sage ich jetzt mal. Habe ich die hier schon freigeschaltet? Ja, habe ich. Hier haben wir ein Attack von 1 auf gepanzerte Fahrzeuge. Ja, also ihr könnt sie als leichte Pack benutzen, aber macht sie nicht. Also den Flak-Tag würde ich komplett rauslassen. Artillerie ist eine sehr feine Sache. Ja, ich muss es noch erwähnen, Gefechtsbreite 0 von der Unterstützungsbrigade. Meine Lieblingsdivision ist immer noch zweimal Infanterie, zweimal Artillerie. Gefechtsbreite 2 bedeutet, ihr könnt 5 Divisionen mitnehmen. Bedeutet im Umkehrschluss, ihr habt eine Kampfkraft von 40 auf ungepanzerte Ziele und 15 auf gepanzerte Ziele, was ganz schön stark wäre. Und zwar gleich eine reine Infanteriedivision dreimal einzusetzen, wegen Gefechtsbreite 3 hat nur eine Angriffskraft auf ungepanzerte Ziele von 24 und 6 auf gepanzerte. Also Artillerie ist eine sehr, sehr schöne Waffe und auch eigentlich immer einzusetzen, wenn ihr eine starke Nation spielt und gut auf den Landwege kämpfen wollt. So, Raketenartillerie ist kompletter Mumpitz. Lasst die Finger davon. Ich steht hier kurz in der Beschreibung, ich muss mal nachlesen, weil ich sie eh nie baue. Genau, sie ist schneller und billiger zu bauen, also bedeutet, kostet weniger, schnell zu bauen, ist logisch. Jedoch... bietet darüber hinaus noch mehr Feuerkraft, das ist falsch, denn Raketenartillerie hat weniger Feuerkraft als Artillerie in diesem Spiel. Jedoch, hier steht es auch schon, Munition ist sehr, sehr teuer, beziehungsweise sehr viel Not zu wenden. Das bedeutet, sehr hoher Nachschubverbrauch, was, wenn ihr, sag ich mal, in der Sowjetunion spielen wollt, nicht haben wollt. Und von daher lasst die Finger davon, also sie ist schwächer, sie kostet weniger, verbraucht mehr Nachschub und das war's. Und der Tech, den ihr hier habt, ist schwächer. Oder? Nee, ach, ich sehe gerade. Ah, man kriegt. Okay, das sehe ich erst jetzt. Also der Tech an sich bringt mehr Boni. Muss man dazu sagen, man muss erstmal hier das hier erforschen und das dauert ein Weilchen, beziehungsweise hier auch erstmal dann bauen. Und von daher der Tech, also man kriegt mehr Boni, aber ob sie das aussieht, ist eine andere Frage. Ich würde aber die Finger von lassen. Es bringt eigentlich fast wirklich nichts und man braucht sie sonst auch für sonst nichts anderes. Von daher lieber Finger von der Raketenartillerie und damit schließe ich jetzt auch die zweite Folge unseres kleines Hybriden von Kampagne mit Luxemburg und Technologie-Tutorial. Und ich bin F und Jupp und wir sehen uns im nächsten Part, wo es dann um Schiffe geht. Ich freue mich. Bis dahin, haut rein.